Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Outlast. Ja, wir sind in der Kanalisation und ja, da unten liegt noch was. Warte. Ich glaube, eine Batterie. Ne? Jawohl. Warte, jetzt muss ich mich an die Steuerung gewöhnen. Ja, ich will nämlich wieder mal mit der F-Taste drücken. Das ist hier nicht ganz richtig. So, das war mit der Maustaste. Okay, haben wir soweit alles? Ich glaube ja. Ich habe jetzt natürlich leichte Orientierungsprobleme wieder mal. Die da unten haben wir geholt, die Batterie. Zwei Stück müsste passen. Ich habe keine Ahnung, wo raus müssen. Ah, genau, das warst du. So, zu die Tür brauchen wir nicht. So, dann hier. So, dra. Ist klar. Ist wieder so klar. So, finster, finster, finster. Moment, sind wir da nicht herkommen? Alter, ist schon gut. Mach jetzt so einen Krawall. Da drüben geht's weiter. Ich hoffe mal. Bibi. Ich glaube, ich werde bald die Beine in die Hand nehmen müssen, ne? So. Ach, du Heilige. Platsch. Jawohl. Da drüben rauf, okay. Batteriemäßig scheint nichts zu sein. Ja, es ist stockdunkel. Ich muss da kurz die Kamera anzünden. Ne? Ich hoffe nur, dass ich nicht allzu viel Batterie verbrauche. Boah, Alter, er schnauft schon wieder, ne? Er ist schon wieder mehr aufgeregt als ich. Ah, servus. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir hier richtig sind. Ich hoffe schon. Alter! Dadurch? Oder darauf? Ich habe keinen Plan. Oder ist es im Kreis rum? Aha. Okay. Servus, ich nehme das mal weg. Was haben wir denn da Schönes? Dann gucken wir mal, ne? Verkehrt, Entschuldigung. Oder doch? Ich bin, bin schon schwach. Kalt. Es blutet immer noch, aber es tut nicht mehr weh. Und ich habe fast Ruhe. Ich kann den Warrider nicht mehr hören. Vielleicht klingt die Therapie langsam ab. Ich kann mich nicht mehr an die Träume erinnern. Mir wurde gesagt, ich könnte mir meine Entlassung von diesem Ort verdienen, wenn ich die Therapie über mich ergehen lassen würde. Lügen. Natürlich haben sie gelogen. Das war keine Therapie. Wir wurden geopfert, um einem Dämon zu beschwören. Bitte nur keine Träume. Die einzige Hölle und weg ist er. Ja, richtig, da war ja noch was, ne? Dieser Warrider-Typi. Grandios. Ja. Ja. Dann glaube ich, waren wir hier schon richtig. Wieder ins Wasser. Dann da unten durch. Bringt sie das was? Ich hätte eher gedacht darüber, ne? Ich hätte eher gedacht hier lang. Oh na, die Batterie ist schon wieder aus. Keine Ahnung, ob das stimmt, was ich da mache. Ne, ich will mich dücken. So, jetzt. Wieder falsche Taste. Gespeichert, das ist schön. Und das Geräusch ist unschön. Ich will da nicht weiter, ey. Ach, die Batterie, ne? Da drüben wäre Licht. Irgendwie sowas wie Licht. Alter, mir wird's gleich reißen, ich weiß es jetzt schon. So. Vielleicht mal nachladen. Alter. Wer ist denn das?
Scheiße. Kommt man hier raus? Oh, bitte, lass mich hier raus. Kommt man da raus? Oh Gott, bitte. Der ist zum Kraxeln zu dämlich. Na schön. Was machen wir jetzt? Bin ich gedückt? Ich habe keine Ahnung, ob ich gedückt bin oder nicht. Hallo, Dücken. Ich weiß es nicht. Echt. Hallo? Der will nicht, glaube ich. So, wo müssen wir hin? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der ist irgendwo da hinten. Wahrscheinlich wäre es genau richtig da hinten. Ne? Hier haben wir ein paar Kisten. Und hier ist, glaube ich, gar nichts. Ne? Das ist wieder echt kacke, wenn du nie weißt, wo du hin musst. Ne? Ich sollte mal winken, hi. Ja, die nerven und so, ne? Ich vergesse da gerade immer, dass ich die Kamera anhab, echt. Das gibt's ja nicht. Geht sicher bei ihm vorbei, ne? Ich verbrauche eine Batterie nach der anderen. Weil hier auch immer alles finster sein muss, ne? Ja, ja. Freilich. Bah, Alter. Wenn wir das Spiel fertig haben, ey, brauche ich mal eine Pause von diesem ganzen Horror-Geschichtel-Dingens. Das ist nichts für mich. Ah ja. Ich bin da immer etwas hilflos, kann man gar nicht sagen. Da geht's nirgendwo raus. Die Batterie ist schon wieder im Arsch. Die hält auch nicht lang, ne? Ja, wo sollst du denn da hin? Ich glaube, das ist Gott. Ja, leg mich scheiß Batterie. Und das ist immer Kummer, ne? Was macht denn der Depp? Ich weiß nicht, was der gerade macht. Wieso hänge ich da? Ist jetzt blöd zum Raufhüpfen? Oder sind wir von da gekommen? Ja, wie geht's jetzt da raus? Nirgends geht's raus. Nirgends geht's raus. Nirgendwo. Pech gehabt. Jetzt muss da unten bleiben für immer. Ich halt. Das ist ja echt scheiße. Na wirklich wahr. Das einzige Licht da drüben. Ich habe jetzt die ganzen Gitter hier angeschaut. Da ist nichts, gar nichts. Was dir jetzt irgendwie raushelfen wird, ne? Sehr merkwürdig. Ah! Was haben wir denn da? Das ist die Frage, ob der Kerl da oben ist. Oh Gottes Willen. Ja, sicher. Alter, er läuft nicht, ne? Der kann alles nur nicht laufen. Ich weiß nicht, ob der Kerl nicht laufen tut. Alter! Oh. Gottes Willen. Passt. Geschafft. War doch einfach. Ach, der Heilige. Und du? Der hält sich den Kopf, weil er den unten wahrscheinlich watscheln hört. Gottes Willen, ey. Ja. Na, jetzt sind wir wieder wahrscheinlich dort irgendwo, wo die zwei
Gespeichert, sehr gut, wo die zwei Typen sind, die uns fressen. Au! Wow! Was? Was? Au! Hä? Ja? Oh oh. Zettel für uns. Okay, bitte nicht weinen, du armer Kerl. So, leise, 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 leise. Gut gemacht. Ich schleiche jetzt mit Absicht ein bisschen. Ja, wo sind wir da jetzt schon wieder? Da rennt schon wieder einer durch die Gegend, ne? Bin ich froh, wenn wir da draußen sind, Alter. Kann ich gar nicht in Worte fassen, ne? Kann ich nicht in Worte fassen. Ich bin auch überlegen, ob ich das DLC etwas später spiele. Oh, für meine Nerven, ey. Oh, natürlich wird es wieder dunkel. Freilich wird es wieder finster. Okay. Ja. Ich habe schon verstanden. Ich habe schon verstanden. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, was ich hier mache. Neues Ziel. Erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation. Aha. Ja, erreichen wir mal, ne? Alter, ich will nur mehr da raus. Geht das auf? Nö, oder? Ja. Und wie? Lol. Luftschacht vielleicht? Nix Luftschacht. Ah! Und bewege dich vorwärts, um zu schieben. Aha. Okay, haben wir gemacht. Gut, dann kriegen wir halt wieder. Um Gottes Willen. Ach du Heilige. Hallo. Ich bin auf der Durchreise. Ja, sie ist im Öffnen dich. Da drüben? Nix. Kamera? Nix. Batterie meine ich, nix. Halleluja, Maracuja. So. Da geht's nach oben. Ich hab keine Ahnung, wo es wohin geht. Der kriegt so schwer Luft, ne? Der Asthma hat. Sicher wäre ausbrechen, oder? Oh, bitte nicht. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das ist sicher wieder Specki. Oder die zwei Vollidioten, die uns essen wollen. Ist das normal?
Ich glaube, das ist keine Team. Scheiße. 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 Oh Mama. Da ist noch eine Kamera, hast du gesehen? Da war scheinbar schon jemand hier, um Fotos zu machen. Oh Gott, jetzt muss ich das wegschieben. Ich muss das wegschieben, oder? Ich will das nicht wegschieben. Aber weit und breit keine Batterien mehr, ne? Oh je. Hallo? Ist da jemand? So klar hier. Ja, ja. Hupft's in Gatsch. Das heißt hier lang. Gerade mal der halbe Bart. Ich bin schon wieder fertig. Ich suche hier Batterien. Nichts mit Batterien. Oh mein Gott. Darf ich schlafen? Wernicke wartet dort auf mich. Batterie ist gut. Gut, Batterie. Noch mehr Batterien? Eine wäre noch schön. Ah, aber ein Dokument. Westdeutsch. So. Haben wir denn noch bei den Notizen? Haben wir alles gelesen? Dokumente. Projekt Warrider. Krankenbericht von Rick Trigger. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen erst Kniffe noch. Die ganzen Kniffe erst noch. So, ne? Ja. Wie auch immer. Jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Projekt Warrider wegschneiden. Waaah! Gepfui. Ach, wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern, um langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Schön für dich. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mir mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Ach, was du nicht sagst. Ne. Unglaublich. Für was gibt's dann die ganzen Dialysen und so weiter, hä? Huh? Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Der muss echt keine Ahnung haben. Sogar, ja. Der hat wirklich keine Ahnung. Gut, Batterien und so weiter gibt's dann scheinbar nicht mehr, ne? Alter. Na dann. Hey, ich bin rauf da. Wo gehst du denn hin, du Kerl? Na mach. Was jetzt? Geht ja. Ich mach.
Und schon wieder stockdunkel und finster und überhaupt finsterdunkel. Schluck. Krappel, krappel, krappel. Ich werde sterben, wie wunderbar. Ah, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ich werde sterben. Oh Scheiße. Oh Scheiße, wieso duckst du dich, du Idiot? Alter! Alter! Ich hätte müssen die Tür! Oh Gott, das überlebe ich nie. Was mache ich jetzt? Die kommen mich sicher holen jetzt, oder? Ja, natürlich! Das klappt so nicht. Gar keine Chance. Was mache ich denn jetzt? Jetzt falle ich da runter. Ich gehe sterben. Sterben. Bringt's mir um. Mach, mach, mach! Muss ich nochmal machen. Ja komm, ist meine. Was wolltest du? Leber? Nase zu oder so, ne? Nochmal. Ich hatte gedacht, vor der verschlossenen Tür klopft es wieder. Dabei war da noch eine Tür. Die muss man schnell aufmachen, dann kann man weglaufen. So. Mach, 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 drück. Drück. Drück, drück, drück. Drück, drück. Wieder raus. Hau die Tür zu. So, lauf, lauf, lauf. Ich weiß nicht wohin, hier weiß nicht wohin. Was ist richtig? Zu die Tür, zu die Tür! Alter, Alter, Alter. Schnell, 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 schieb! Scheiße! Auf! Sicher? Keine Ahnung. Weg, weg, weg. Darüber? Arschloch, warum rupft er nicht? Sogar hält er sich jetzt nicht fest, der Kerl. Wo bin ich da? Ich kenne mich gerade nicht aus. Hä? Wah! Au! Au! Was? Wo muss ich hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich habe keine Ahnung. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich hier? Lad den Scheißdreck nach. Au! Ja, ja, das ist schon wurscht. Wo bin ich jetzt schon wieder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade keine Ahnung. Wo bin ich jetzt? Dreck. Ah ja, das wird jetzt viele, viele Tote da bei mir. Habe ich es darüber jetzt geschafft? Jetzt sind wir da, oder was? Und das ist so jetzt... Ich bin jetzt gerade orientierungslos. Hätte ich von darüber jetzt daher hüpfen müssen oder umgekehrt? Ich meine, ich komme nicht mehr rüber. Das müsste schon passen so jetzt, ne? Ja, natürlich, wie immer zu. Das heißt, hier geht's nicht raus, ne? Was mach ich jetzt? You can't hide! Get out of my mouth! Keine Ahnung. Kann ich hier hoch?
War das richtig? Ich glaube. Er macht die Kamera. Zu die Hitten. So. Was? Hey, you're that bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever, you must be exhausted. No, let's take a break, huh, buddy? The old two martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah, blah. Healthier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Fuck. Vom Regen in die Traufe. You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. No? All right. Ich bin gefesselt. Those are the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Oh nein. So nah und doch so fern. Oh, der Ausgang. Wenn wir da noch mit einem blauen Auge davon kommen, können wir vom Glück reden. You're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stairs. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. I'll just need a second to wash up and, oh, movies. And it'll give us a chance to talk. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou Bible thumping. No offense to the man, but sometimes worry he might just a little bit crazy. It's understandable. Maybe he doesn't like to turn to God as anything else. And God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. You paying attention? Don't pass out on me. There's still a lot for you to absorb. You're better, right? Understand how we cheat here. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Was? Ich schwenk mit der Maus eigentlich. Ich bin jetzt freigekommen. Oh, warum ging das nicht früher? Oh, mein Meine Finger!
mein Gott, oh 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 mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Na, der macht ihn drüber auf, das ist so ein Volltepp. Das sind ja alles Doppeltüren. Wo muss ich denn hin? Luftschacht. Raus. Ja? Schlüssel verwendet, Bar, ey! Wo ist dieser Fuck-Schlüssel? Der Part ist auch zu Ende. Ich pack mich mal hier hin. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Scheißschlüssel ist. Na gut, ihr Lieben. Alter Schwede. Das war's wieder für heute. Wir haben unsere ersten Körperteile verloren. Wie schön. Bravo. Ich bin so froh, wenn ich raus bin, ey. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Und Entschuldigung für die ganzen Hintergrundaktionen und so, ne?